Na, Hallöchen. Die Ofeninstallation, das habe ich ja schon wieder zu spät angefangen zu filmen. Hier hinten dran ist quasi eine Fermacell-Platte, die sieht man von außen nochmal. Hier ist das Blech, was ich jetzt geschnitten habe. Und jetzt gucken wir mal, dass die Ofenrohre da reinpassen. Vorher natürlich schon angezeichnet. Und ja, ich filme gleich von draußen weiter, damit man ein bisschen sieht, wie ich das gemacht habe. Liebe Grüße! So, hier ist die Fermacell-Platte von innen. Da kommen jetzt die Betonsteine rein. Ah, der Vorführeffekt, wieso passen die denn nicht? Habe ich ja ausgemessen. Na gut, nur noch ein bisschen schneiden. Na gut, schneiden wir die mal passend, dann melde ich mich wieder. Dann müssen wir dieses Loch quasi übertragen auf die Betonsteine. Na gut. Tada, jetzt passt es. So, jetzt gehen wir das von innen anzeichnen. So, das muss natürlich nur dicker, weil von da innen drin geht es ja mit dem doppelt isolierten Rohr weiter. Aber na gut. So, dann haben wir erstmal das. Und dann werden wir das schon angepasst kriegen. So. So. Gucken wir mal, ob es passt. Seht, hier unten ist es leider gerissen einmal. Hier. Leider ist es mir dann doch an der dünnsten Stelle ab, aber das ist hier gar nicht so schlimm halt. Es geht ja hier nur darum, dass die Wärme vom Ofenrohr nirgendwo übertragen werden kann, dass irgendwo brennt. Und das ja, passiert gerade. So, gucken wir, ob der Rest passt. So, ich konnte das Fertige jetzt erst filmen, weil ich sehe noch ein kleines bisschen rein. Es geht im Großen und Ganzen. Also ich gucke bis hier oben nach rechts. Oh, das geht noch. Ja. Weil es hat geregnet und ich bin jetzt quasi schon mal geduscht. Ohne Seife und mit Klamotten. Nass bis auf die Unterhose. So, jetzt muss ich noch die Unterspannbahn, also die schwarze Folie, noch irgendwie ordentlich darum wursteln, dass da auch kein Wasser reinkommt an den unteren Stein. Kommt nachher sowieso nur, wenn die Holzbretter drauf sind, aber das ist so die Grundschicht, die schützt. Und dann kann ich das Feuer anmachen. So, tada! Den Wetterkragen habe ich eben noch vergessen gehabt. Zum Glück ging das auch nachher nachträglich. Ich dachte schon, ich müsste wieder alles abbauen. So, da kann jetzt hier wirklich nichts mehr rein. Hier muss ich mir nochmal so Klebeband besorgen, für das nochmal hier richtig dann zu kleben. Oder hat einer von euch da vielleicht noch ein bisschen was rumliegen? So, aber da kann jetzt auch nichts mehr passieren oder so. Und dann gehen wir mal einen Ofen anwerfen. Ich freue mich so. Über Glück, dass das nicht passiert ist, als ich drauf stand. Krass. Au. So. Ja, geht los. Gucken, ob es angeht. Als nächstes muss ich hier drin dringend mal Licht machen. Schon was? Nee, nee. Brauche noch ein bisschen. Ich muss mal ein bisschen Schützenhilfe leisten. Yes, geht los. Zieht noch ein bisschen wenig. Kann auch gut sein, dass das jetzt einfach, weil das erste Mal angeheizt ist und wenn nicht, muss ich eventuell oben noch ein bisschen verlängern, falls nicht genug zieht. Und es gibt auch als Aufsatz so einen Zugverstärker.
Aber ich denke, wenn das mal ordentlich unten nicht, ordentlich brennt und warm ist und dann, das kenne ich ja schon, dann qualmt das nachher auch alles nicht mehr so. Schauen wir mal, es hat beim Anmachen sieht das immer so aus, ne? Wenn es dann nachher mal heiß ist und ordentlich Holz brennt, ist da kaum noch Qualm. Okay. So. Oh, ich bin so froh, wenn ich hier endlich einen Schuhschrank habe und alles. Und nicht mehr lang, nicht mehr lang, nicht mehr lang. Das jetzt ordentlich funktioniert hier. Ja. Ich kenne meinen Ofen ja eigentlich. Für so viel Feuer müsste er mehr ziehen. Naja, mal gucken. Jetzt noch alles uff. Zu, dann zieht er natürlich weniger, aber es soll ja warm werden. Naja. Mal gucken, ich berichte. Auf jeden Fall wäre das mal das. Geht weiter. Jetzt nehmen wir schon die Anschlüsse für die Tankgeschichte. Ich glaube, das mache ich morgen. Mal gucken. Oder ich warte noch hier bis zum nächsten Haha, der will auch. So, liebe Grüße. Macht's gut. Ich vergaß. Ich habe ja den Ofen lackiert und ja. Das muss natürlich auch erstmal irgendwie eingebrannt werden. Jetzt müffelt es hier drin ganz schön. Aber nicht Qualm oder was, sondern einfach, ja, dass mal eingebrannt wird. Ich muss hier wieder raus. Okay. Besser die Türen auf. Oh, es wurde aber schon ein bisschen warm. So geil. Oh. Aber trotzdem, man sieht es, ne? Schnell Durchzug, dass das alles raus kann. Ja, das ist halt lackierter Ofen, neue Rohre. Selber können drauf kommen. Naja. Aber ansonsten hier funktioniert. Also es geht schon. Man sieht schön, wenn ich ihn unten aufmache. Dauert es ein bisschen. Und da kommen die Flammen direkt mehr. Ich kann jetzt den Blitz nicht ausmachen. Ist das doof hier. Okay. Also das geht schon. Das muss nur mal eingebrannt werden, alles hier oben kann man aufmachen, dann wird die Scheibe noch mal frei. Naja. Ohne zu und auf. Oh, ich kenne den Ofen ja in- und auswendig, so geil. So, naja, ich muss das erstmal hier ein bisschen. Ich gehe mal meine Schuhe. Hier auch noch ein bisschen Wasser drin, hat es eben mal reingeregnet beim Aufbauen. Ich denke, das passt. Und das ist nachher alles, das alte Ofenrohr war nicht so lang. Ja, wie geil! So, das war jetzt eine Zigarette und nicht der Rauch vom Ofen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!